So, und damit heißt euch der Star-Lord da wieder willkommen nach einer längeren Zeit und Pause mit Gex and the Gecko. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben, hatten hier das Kung-Fu-Theater erledigt und ich habe was festgestellt, deswegen schalten wir jetzt auf Manual, weil das sonst manchmal etwas zu schlimm ist. Jetzt fährt's halt wieder mit. Kuckuck. So, wir haben noch Frankenstein Field offen. Wir haben www.dot.com.com, das ihr hier jetzt leider nicht seht. Deswegen schalten wir doch wieder auf eine andere Kamera. Jetzt hoffen wir mal, dass das reicht. So, hier seht ihr es. Und wir machen auch legen los mit www.dot.com.com. So, scale the launch tower. Also, ja, ich habe jetzt halt ein bisschen nach einer etwas längeren Pause bin ich wieder zurück. Ja, es hat jetzt gut, denn ich bin auch nicht immer hochmotiviert zu Let's Playen. Und sollte das der Fall sein, dann mache ich lieber mal eine Pause und kann euch wieder ein bisschen besseren Content geben, als dass ich jetzt hingehe. Also, ich spiele das jetzt. Okay, ich meine, das würde sich jetzt nicht für mein aktuelles Let's Plays. Aber mal abgesehen davon, ja. Also auf jeden Fall bin ich zurück, also ich habe hier nicht aufgehört oder sowas wieder, sondern ich bin noch da und ich habe einfach nur ein bisschen Pause gebraucht. Wer selber Let's Play ist, kann das sich sicherlich ein bisschen vorstellen, dass man einfach nicht immer jeden Tag Bock hat und gleich denkt, oh und wie geil, das war früher so, da konnte ich es kaum erwarten, bis ich wieder Zeit hatte zu Let's Playen. Jetzt im Moment ist es einfach so, hey, ach ich habe gerade einfach keinen Bock. So, ja, ich bin zurück und... Ja, ich habe ja viele Dinge angekündigt, die ich auch vorhabe und auch machen werde. Aber natürlich, soweit ich dann halt dazu komme. Ich meine, ich bin halt viel gerade arbeiten, aber hey, ich habe ab Mittwoch frei. Ich werde wieder Let's Playen. Ich habe jetzt aber wieder richtig Lust drauf. Ich werde jetzt einiges wieder vor Let's Playen. Sehr viel. Also ich habe wirklich einiges geplant. Und ich werde auch mich jetzt mal ein bisschen an meine Videobearbeitung und Filmerei hängen. Denn es ist so, ich selber, ich habe ja zum Glück von meiner Schwester die Erlaubnis bekommen, ihre ultra teure, ich weiß nicht wie viel, 1000 Euro teure Kamera dazu verwenden. Die hat auch einen super Videomodus, die kann 1080p aufnehmen, das reicht für meine Wünsche. Beleuchtung habe ich jetzt dann mittlerweile und. Also, man kann sagen, ich bin auf jeden Fall ausgerüstet für andere Videoprojekte. Und ja, schauen wir einfach mal, was kommt und wie ich ja dann auch die Zeit natürlich finde. So, aber ich will jetzt mal ein bisschen über was anderes reden. Oh, ich mach das. Das machen wir jetzt mal nicht. Sondern, ja, was hat denn der Stardust Warrior 33 noch so erzählt? Nun, vieles. Also ich bin ja immer noch viel auf YouTube unterwegs. Sehr viel. Ich bin ein richtiger, also ich bin so einer dieser richtigen YouTube-Suchtis. Ich gucke mir was an und wenn mir langweilig ist, dann gucke ich halt ein paar YouTube-Videos an oder von ein paar Lieblings-YouTubern gern auch mal ein Video doppelt oder dreifach, was weiß ich denn. Jetzt ist es so, mir ist einfach aufgefallen, ich bin ja nicht so der Let's Play-Gucker, das ist sehr ironisch, wenn man so überlegt. Weil ich persönlich, ich mache ja Let's Plays, ich gucke keine anderen Let's Player an, größtenteils. So, das hat jetzt aber nicht den Grund, weil sie doof sind oder so, also ich... Man guckt so ein bisschen schon, aber nur so ein bisschen. Das hat einfach den Grund, wenn man selber macht. Ich weiß nicht, also bei mir ist das so, wenn ich sowas selber mache, ich meine, dann kann ich mir einfach anderen angucken, aber nicht. Sondern einfach aus dem Grund, weil es einfach mich dann nicht mehr so. Ich meine, manchmal gucke ich es mir schon an. Ich meine, man kann von anderen Leuten, das darf man nicht verkennen, man kann von anderen Leuten viel lernen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt in meinen Laptop nicht hingehen, der macht das nie so wie ich, das ist so scheiße, sondern, wie erkläre ich das am besten? Ich sehe es einfach so, wenn das jetzt jemand anders macht, ich finde das cool, also gar keine Frage, Let's Player ist immer schön, ich sag mal, Let's Player-Kollegen zu sehen, aber man kann es sich nicht immer geben. Ja, es ist schwer zu erklären ein bisschen. Auf jeden Fall, und da ist mir einfach auf eins bin ich getroffen, wo ich mir echt gedacht habe, hey, das gibt's ja immer noch, das ist noch nie ausgestorben, Gegenteil. Und das ist ja Wahnsinn, dass das noch gibt. Das sind sogenannte, okay, da muss ich auch sagen, ich finde den Begriff ein bisschen bösartig, aber man nennt sie halt nun mal meistens
Let's Player Kiddies zum Beispiel, also den Begriff habe ich schon gehört, Let's Player Kiddies, das beschreibt jüngere Menschen, ich will jetzt mal auf die höfliche Art ausdrücken, ich will jetzt alle wieder Arsch, weil ich mit 10 raus rüberkommen. Das beschreibt jüngere Menschen beim Let's Play. Ja, also die nennt man dann auch wirklich relativ bösartige Let's Player Kiddies. Mit jüngeren Menschen, das sollte ich vielleicht noch erklären, sind Leute gemeint, die nicht so... die nicht die ganze Scheiße wie ich runterfallen. Nein. Das sind, ich sag mal, jetzt so zwischen, boah, so bis 12, 13 Jahre, also bis halt in der Stimmbruch kommen. Auch manchmal noch im Stimmbruch. Das beschreibt diese jüngere Generation als Let's Player. Ich will es jetzt gleich mal vorweg so sagen, ich finde den Begriff fies. Also das muss ich echt sagen, es ist ein fieser Begriff. Aber gut, es hat sich so eingebürgert. Es gibt halt auch viele, die sich genau diesen Begriff rausprovoziert haben. Und dass die Blöden, sage ich mal, natürlich dann dementsprechend den Besseren da ein bisschen dann auch ein bisschen Bein stellen mit so, mit dem Scheiß, den sie da manchmal abziehen. Ich meine, hallo, Trolls. Ich meine, gut, also es gibt Trolls auch im auch über 18 und unter 18. Das dürft ihr nicht falsch verstehen, aber manch, es ist halt nun mal so eingebürgert. Es hat sich so blöderweise eingebürgert, dass es hauptsächlich die Jüngeren, naja, die trollen immer, die heulen immer rum. Ihr wisst, was ich meine. Und da finde ich ein bisschen schade, dass sich das so eingebürgert hat, weil es gibt ja auch gute. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, ich meine, was hat das jetzt irgendwie mit den Let's Plays zu tun? Das ist ein sogenanntes Let's Player Kiddie, also ein jüngerer Let's Player. Ich mag das mehr, wenn ich jetzt eher sage, jüngerer Let's Player, ich finde das besser. Und wir sind schon am Ende der Mission, das heißt, wir dürfen jetzt gleich umdrehen. Ja, wir dürfen umdrehen, wir sind jetzt hier schon am Ende, will ich aber nicht, ich will die Dings haben, die Silberfernbedienung, deswegen runter hier. Auf jeden Fall, was haben die jetzt dazu tun mit dem heutigen Thema? Nun, für alles. Denn mein Thema heute, das mir verjagt, ist einfach die Let's Player, die jüngere Let's Player-Gemeinschaft. So, das Problem ist ja, wenn ich jetzt die jüngere Let's Player, ich meine, das ist ja nicht schlimm, ja. Also ich meine, ich finde das ja okay, wenn die sagen, hey, ich will jetzt Let's Play, macht, mein Gott, warum auch nicht? Es gibt ja keine Beschränkung, keine Altersbegrenzung für sowas. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es eine gibt. Und warum auch nicht? Wenn der Content passt, wenn es gut aussieht, warum denn nicht? Hey, alles cool. Finde ich cool. Jetzt ist nur die Sache. Ja. Ich meine, ich würde das wohl nie sagen, wenn es da nicht doch noch was zu sagen gäbe. Und da gibt es eine Menge zu sagen eigentlich, aber nicht. Ich würde sagen, wir fangen mal so an. Ihr kennt das. Ihr geht irgendwelche Let's Plays gucken, seht einen Let's Player. Hey, das Projekt hört sich vielversprechend an, das wollte ich schon immer mal sehen. Und dann kommt die Stimme. Und plötzlich hört ihr, ja, also ich werde heute. Ja, das Problem ist, vielleicht damit man mich hier nicht falsch versteht, ich habe nichts gegenüber Let's Player. Ich selber bin nur jemand, der einfach so ultra hohe Stimmen in Let's Plays nicht mag. Das hat jetzt zum Beispiel mit den Leuten nicht selber zu tun. Ich bin jemand, der mag das nicht. Nee, also ich mag das nicht. Aber das muss ja jetzt nicht heißen, dass es deswegen schlecht ist, ja. Das ist ja immer die Sache und das ist ja das, was mich nervt. Aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, das sind eben diese Jüngeren, die dann halt ein bisschen Let's Playen wollen, ein bisschen auch mal hier mitmischen wollen. Warum auch nicht? Ich meine, mein Gott, Let's Plays ist nun mal, es ist ja nicht einfach so, du darfst nicht. Nein, das ist ja einfach Let's Plays. Du spielst ein Spiel. That's it. Das sind Let's Plays. Und jetzt gibt's aber ein Problem. Also ich selber, ich habe es ja gesagt, ich bin nicht der Freund von solchen Stimmen. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen der Content scheiße ist. Aber es gibt ein paar Dinge, die mich daran nerven. Und das jetzt hat, ich würde es mal so erklären. Überlegt ihr, guckt jetzt ins Bild, jüngere Stimme, denkt euch, okay, mein Gott, wir würden da auch ein bisschen mitnehmen, okay. Das Problem in Let's Plays ist, und das ist ein Riesenproblem, finde ich, erstmal, wer so jung ist,
Ich hab's, es gibt auch welche, die da wirklich erwachsen sind und dann wirklich auch mit sowas umgehen können, aber ich habe auch viele gelesen, wenn ihr den Kommentarbereich anguckt, die haben das angefangen, haben ein, zwei Trolls bekommen, nie wieder waren sie gesehen. Und das ist so eine Sache, die ich finde, die ich sehr schade finde, aber es ist nun mal so, es gibt viele Jünger, die können das einfach nicht handeln. Also wenn der eben, kill dich down. Weiß der Geier was, was diese Idioten halt immer da losschwätzen. Haben ja selber keine Ahnung, was sie da eigentlich schwätzen. Wow, okay. Ist es einfach so. Und sie können sowas nicht immer handeln. Und ich meine, es sind wirklich Sprüche dabei. Wenn jetzt zu mir jemand hier meint, ein bisschen rumzutrollen, den banne ich und fertig. Das ist mir scheißegal. Also ich bin da ja ganz rigoros. Ich sag, nee, was du trollst, du bist, was killed yourself. Okay, and then I won't kill myself, but I ban you. Self. Da, so und so. ja, also auf jeden Fall, das ist so eine Sache. Gibt's da unten auch? Ach, guck mal. Das ist auf jeden Fall so eine Sache. Die ist zum Beispiel sehr kritisch. Das zweite ist, und das ist die Sache. Gut, ich meine, ich will mich da jetzt nicht heilig sprechen. Also, jeder weiß es, ich bin mittlerweile, was das angeht. Themenmäßig habe ich eine Weile echt abgekackt. Also, ich war echt nicht gut. Und ich habe mir immer versucht, ich will es besser machen, ich will es besser machen, ich will es besser machen. Das ist ja das Blöde, ich habe es doch nicht besser gemacht. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht so groß hochloben, aber das, darum geht es ja auch nicht. Das Problem ist, viele Jüngere, wo ich sehe, also sehr junge, also das sind die wirklich schon 8, 9 oder so, wo ich da jetzt gesehen habe. Also ich meine, man trifft diese Videos halt zufällig. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hingehe und die eiskalt angebe, so und so vieljähriger macht jetzt Let's Plays, sondern der sucht einfach irgendein Let's Play Projekt, denke ich, jetzt gucken wir mal doch rein, was da so Sache ist, und diese Kamera bringt mich gerade um, indirekt, innerlich. Nee, sondern ihr findet das halt, dann guckt ihr euch doch mal kurz an, was mir auffällt, was viele da sagen, und das finde ich nicht so dolle, aber aus einem anderen Grund. Ja, wenn ich mal groß wäre, dann will ich doch bekannt werden, Mikro. Ja, das ist ja schön. Ihr wollt bekannt werden, Gronkh. Das ist doch nett. Das ist euer gutes Recht, aber. Das macht. Ich weiß nicht. Also, wenn ich das höre, ich will so groß und bekannt werden wie Gronkh. Dann denke ich mir, Leute. Wenn ich kann mir. Also, ich selber, ich habe ja, wie gesagt, ich habe jedes Video gesehen, wo er gezeigt hat, oh ja, so habe ich das, so mache ich das. Ich muss sagen, der. Ich glaube, Gronkh arbeitet ja nebenher, oder? Ich glaube, er arbeitet noch was nebenher. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber der investiert so viel Zeit da rein, so viel Freizeit könnt ihr gar nicht für euch selber haben. Obwohl, vielleicht schon. Nein, ich habe gesagt, ich lasse diesen Spruch, weil den könnte man mir falsch auslegen. Der ist auch gemeint, das lassen wir. Aber ich will so viel sagen, dass. Im Normalfall werdet ihr die Zeit nicht haben, denke ich, durch Schule und alles. Das Problem ist halt, man selbst wenn man die Zeit hat, man sollte sie halt für die Schule verwenden. Ja. Aber mein Gott, das ist ja nur meine Meinung. Ich schaff's wieder nicht auf den Punkt zu kommen, auf was ich eigentlich hinaus will. Das ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man es nicht ganz so auf den Punkt kommt, wie man selber gern hätte. Okay, jetzt haben wir wenigstens mal einen richtigen Kamerawinkel. Naja, besseren. Schauen wir's nicht. Ah, wie erkläre ich das am besten? Nein, also auf jeden Fall ist es auf jeden Fall nicht so. Dings. Also wenn ihr meint, ey, ich bin doch der Gronkh, überlegt euch gut, denn der Gronkh, der hat verdammt viel Zeit auch in seinen Kanal investiert. Und er hat auch natürlich dementsprechend teure Hardware und. Also ich selber bin jetzt auch, ich bin jetzt nicht so teuer wie manche Let's Player equipped. Aber so ein Live-Gamer Portable kostet halt auch zum Beispiel so Zeug. Übrigens, ganz kurze Anmerkung. Ich probiere das jetzt hier in 1080p aufzunehmen, dieses Video. Ich hoffe mal, wenn euch das gefällt, finde ich das schön. Dürft ihr mir auch gerne sagen, ob das von der Qualität passt. Wenn es nicht passt, sagt's mir. Dann sagt, hey, Stardy, sorry, du hast das geht nicht, das ist scheiße, das sieht scheiße aus. Sagt's, weil dann kann ich's wieder ändern. Wenn ihr sagt, hey, es sieht okay aus, das gefällt mir, lass es so, dann lass ich's. Dann werde ich es weiter so aufnehmen, weil für mich ist das so bequemer mit dem Live-Gamer-Portable, wisst ihr? Ich hab's hier ein bisschen leichter. So, jetzt aber, um auf das Thema zurückzukommen. Also, was will ich jetzt hier bezwecken mit diesem ganzen Gerede? Nun, ich will auf jeden Fall nicht irgendwelche Leute zum Aufgeben ihrer Let's Plays bringen. Das wäre jetzt schon mal, also das wäre das Letzte, was ich wollte, ehrlich gesagt. Ich will hier niemanden demotivieren oder sowas, egal welchen Alters.
Wer Let's Playen will, der soll Let's Playen und nicht irgendwie sich irgendeinen Scheiß von irgendwelchen Leuten anschwätzen lassen. Aber es ist so. Hä, wie gehen wir auf diesen Punkt ein? Machen wir es mal anders. Wir gehen mal von anderen Dings. Ich habe gerade ein bisschen Probleme hier, mich so richtig zusammenzufassen. Und oh, wir haben einen Bonus in Dragnet. Also, und zwar folgendes. Wenn ich... Ich will mal kurz auf diese Stimmthematik. Wir gehen mal auf die Stimmthematik. Tut mir leid, ich spring gerade wieder hin und her, aber ich habe gerade echt ein bisschen Probleme, meine Worte ein bisschen passend zusammenzufassen. Deswegen werde ich es jetzt mal ein bisschen anders versuchen.